So, herzlich willkommen zur nächsten Soundbath Meditation mit Kristallklangschalen. Heute werden wir uns dem Herzchakra widmen, auch Anahata genannt. Und natürlich gibt es da auch bestimmte Frequenzen und Noten, mit denen wir arbeiten können. Die habe ich hier natürlich jetzt dabei und die werde ich vermehrt spielen in diesem Soundbath. Also die anderen Instrumente natürlich auch, aber diese Frequenzen einfach vermehrt, ja. Deswegen lass dich da einfach komplett drauf ein, schau, was passiert, bleibe offen im Mindset und im Herzen und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Und hier habt ihr zum Beispiel die F-Sharp, also ein Fis, das ist für die Thymusdrüse, also das ist eher für das endokrine, glanduläre System. Aber wir wissen ja auch, dass das Physische mit dem energetischen zusammenhängt, ja. Also hier kannst du mal hören. Und schließ gern deine Augen und lass erstmal den Ton auf dich wirken. Vielleicht erkennst du ihn später auch wieder. Das wäre dann das F, das energetisch für das Herzchakra dann ist. Gut, sehr schön. Dann hast du die beiden Töne, die mit dem Herzchakra und dem endokrinen System der Thymusdrüse korrelieren, gerade gehört. Und dann darfst du es dir bequem machen, wenn du nicht eh schon gerade liegst, und dir auch gerne eine Decke drüber legen. Bitte benutze auf jeden Fall gute Kopfhörer oder ein gutes Soundsystem, denn die Qualität mit dem Telefon, dem iPhone oder irgendeinem anderen Handy, dem Laptop ist einfach nicht genug, ja? Gut, und dann darfst du die Augen schließen und einfach ganz im Moment ankommen. Atme ruhig ein bisschen tiefer. Richtig tief in den Bauchraum und in den Brustraum. Mit jeder Ausatmung spür, wie dein Körper schwerer wird, wie er mehr in den Boden sinkt. Merkst du richtig die Auflagefläche? Lass deine Gesichtsmuskeln los.
mit jedem Einatmen atme, was auch immer du dir gerade wünschst, atme es in dein Herz ein. Vielleicht ist es mehr Liebe, mehr Dankbarkeit, mehr Frieden, mehr Erholung. Egal was es ist, nimm es auf mit dem Atem. Mit jedem Einatmen spür, wie sich dein Herz mehr und mehr öffnet. Einfach in diesem offenen Herzen, in diesem empfangenen Herzen. Alles darf gefühlt werden, alles darf sein, ohne jegliche Verurteilungen.
langsam kannst du dann anfangen, deine Hände, wenn sie nicht eh schon auf der Brust oder in dem Herzraum liegen, dorthin zu bewegen. Spüre einfach mal deinen Herzschlag, wie er in deiner Brust pocht. Dein Herzchakra, spüre auch die Energie von deinem Herzen. Und spüre einfach mal, was da gerade für dich präsent ist. Die Klänge arbeiten sehr viel an unseren Energiezentren, vor allem jetzt die beiden F-Töne können hier sehr in Resonanz gegangen sein und bei dir verschiedenste Emotionen hervorgebracht haben. Gib dir einfach mal ein paar Sekunden, um einfach nur zu spüren, was da ist, ohne es zu verurteilen. Es kann Liebe sein, Frieden, Ärger, Traurigkeit, alles ist willkommen, alles ist okay. Okay, sehr schön. Und dann frage doch einfach mal dein Herz jetzt in diesem offenen, verbundenen Zustand, ob es dir etwas sagen möchte. Vielleicht geht es um irgendeine Entscheidung, vielleicht um die Lebensweise, vielleicht um deine nächsten Schritte. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Satz wie: Du bist liebenswert, du bist vollkommen, so wie du bist. Horch da einfach mal rein, was da hochkommt. Atme da richtig tief rein. Und dann bedanke dich zum Schluss bei deinem Herzen für die Antworten, die du bekommen hast. Vielleicht waren es auch nur Bilder oder Emotionen. Es muss nicht in Form von Worten gewesen sein. Und spür einfach mal diese Dankbarkeit in deinem Herzen, die Wärme, die damit transportiert wird. Und schick diese Wärme einem Menschen, von dem du denkst, dass diese Wärme ihm gerade gut tun könnte, dass er sie gerade braucht. Teile die Wärme, die du in deiner Brust gerade spürst. Sehr schön. Und dann löse ganz langsam deine Hände von der Brust. Fang an, die Finger und Zehen ganz langsam zu bewegen. Vielleicht möchtest du dich strecken und gähnen. Gähnen bedeutet auch immer, dass Energie aus unserem System rausgelöst wird, dass mehr Sauerstoff in unser System kommt. Auf der energetischen Eben ist es, wie gesagt, nochmal so ein Release, so eine Reinigung. Und wenn du dann bereit bist, kannst du ganz langsam zum Sitzen kommen. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen weiter meditieren, das ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht möchtest du ein bisschen Yoga machen, ein bisschen was aufschreiben. Lass es einfach auf dich wirken und bleibe einfach noch in dieser Herzensenergie mit deinem offenen Herzen. Und
dann sage ich auf jeden Fall Danke und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei der nächsten Chakra Soundbath Meditation.